Hallöchen, ihr Lieben! Und auch meine Douglas-Box ist endlich angekommen und da wollen wir doch gleich mal reinschauen. So sieht das ganze Tütchen von oben aus. Und wollen wir mal sehen. Das ist das erste Produkt und zwar der Max Factor Lipfinity Lasting Lip Tint. In der Farbe... Hat er keine? Doch. 05, wie man jetzt nicht erkennen kann. Aber 05. Und ich bin mal gespannt, was es für eine Farbe ist. Hoffentlich. Ja. Sieht schön aus. Ich wollte eigentlich schon lange mal so eine schierere Farbe. Also eine, die nicht ganz so auffällig ist. Und ich finde, ich finde es gut. Müssen wir mal gucken, wie das auf den Lippen ist. Ob das austrocknend ist oder wie man das macht. Aber ja. Oh. Ich habe gerade Eclairs gemacht und hier hängt noch etwas Teig. Dann haben wir hier von Thierry Mugler Alien und zwar eine Body Lotion. Und ich liebe ja Thierry Mugler. Und wenn das jetzt nicht auf ist, dann mache ich es auch nicht auf. Denn ich habe noch so viel Body Lotions hier rumstehen. Die möchte ich doch nicht alle anbrechen, aber ich freue mich da sehr drüber. Sehr, sehr, dann haben wir hier von Douglas dieses Mal das, die Originalgröße. Nails, Hands, Feet, Just White, Silky Nail Whitener. Ich wäre ja ehrlich gesagt für Nagelhärter mehr gewesen, aber nun gut. So sieht das Ganze aus. Ganz schön lila. Und mal gucken, was hier dazu steht. Der auffällende Nagellack lässt vergilbte, kraftlose und für die Verfärbung ist es wahrscheinlich so, dass der Lack lila-bläulich ist, damit es das Gelb praktisch eliminiert nicht. Ihr wisst schon, was ich meine. Ja, muss man mal ausprobieren. Ich bin jetzt nicht abgetan, aber ist jetzt auch nicht mein Wunschprodukt. Ich riech, hui, na gut, riecht wie ganz normaler Nagellack. Dann hätten wir mal hier die erste Duftminiatur und zwar von Madly Kenzo. Und ich bin mir nicht sicher, aber jetzt, wo ich die Verpackung sehe, könnte es sein, dass sich damals bei der Glossy Box so viele darüber aufgeregt haben, dass sie den Duft als erstes bekommen haben und die Probe nur so klein war. Ich glaube nämlich, das war dieser Duft hier. Damals war ich mir nämlich nicht sicher, welche Box ich abonniere. Und die erste Duftminiatur. Ach, wie süß. Das ist ja echt süß. Ich bin total begeistert, so wie circa jeder, der diese Duftminiaturen immer kauft. Jetzt bin ich mal auf den Geruch gespannt. Hm. Ah. Roch gerade eben sehr zitronig, aber... Hm. Er ist leider etwas herb. Also ein sehr schwerer Duft. Finde ich jetzt für den Frühling ein bisschen schwer, ehrlich gesagt. Aber gut, es ist ein Duft, den ich gerade noch trage. Wird also nicht an meine Mutter abgegeben. Und wenn, dann, das war bestimmt mein Freund. Entschuldigung. Wenn, dann würde der sowieso nicht abgegeben werden, weil es eine Duft ist. Und dann schaut euch bitte das an. In einer Samtverpackung ist hier das Dolce & Gabbana Parfum. Oh, wie toll. Einfach toll. Toll, toll, toll. Oh, Samt, Samt. Mal gucken, wie man das hier aufkriegt, ohne es kaputt zu machen. Pappe mit Samt überzogen. Das ist sehr cool. Richtig edel. Aha. Okay. Das Ganze halt im Kleinen, ne? Und jetzt bin ich gespannt, wie das riecht. Nichts verschütten. Na! Hilfe! Ich hab
habe Angst, dass was verschüttet geht. Jetzt. Mal schauen. Na, so. Ich leg's euch hier wieder hin. Ist ein süßer Duft. Oh, der Geruch ist gut. Der ist lecker. No. Sehr, 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 sehr süß. Und lieblich, nicht blumig oder so. Also einfach nur süß, aber wahnsinnig lecker. Waren das also die 5 Produkte. Und ich muss sagen, am Anfang war ich, als ich es ausgesucht hatte, war ich nicht so unbedingt begeistert. Aber jetzt freue ich mich doch wirklich sehr über meine Produkte. Ich bin zufrieden mit der Box. Ich freue mich drüber. Besonders über die Duftminiaturen. Wenn ihr die gleichen Sachen in eurer Box hattet, schreibt es drunter. Wenn ihr andere drin hattet, dann schreibt es doch in die Kommentare. Wart ihr mit eurer Box zufrieden? Wenn ja, warum denn nicht? Tschüss!